Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil: Merkur direktläufig im Wassermann. Wir haben Aszendent Schütze und zwar im Anfangsgrad genau ein Grad. Es ist in dem Fall im zweiten, aber ist egal. Genau auf einem Grad. Das heißt, es sieht so aus, als würde jetzt eine neue Epoche beginnen, eine neue Phase beginnen. Würde auch mit der Direktläufigkeit Merkurs gut zusammenpassen. Der Jupiter, der für Deutschland steht, befindet sich im zweiten Haus. Das heißt, das Thema Finanzen wird sehr, sehr stark in den Vordergrund gehoben. Und aufgrund dieser Halbsumme gehört Jupiter eindeutig in das zweite Haus. Ich schaue mir die gerade an. Jupiter 1446, Spitze, drittes Haus 1822, ist mehr als 3 Grad entfernt, also ist so oder so im zweiten Haus befindlich, wo wir insgesamt 4 Planeten haben, unter anderem auch Pluto. Pluto steht immer für Transformation, Verwandlung und ist der Herrscher, der Nebenregent des 12. Hauses. Naja, überrascht uns das, wenn wir das Thema Finanzen und Betrug, Lüge, Täuschung, na, würde ich sagen, das ist nichts Neues. Nur was ich als interessant empfinde, ist, dass der Pluto ein Trigon auf 1 Grad, 25, 24 Grad, zu Mars im Stier bildet. Das heißt, weil der Mars auch der Herrscher des 12. Hauses ist, sieht es so aus, als würde die Lüge unterstützen. In dem Fall kommt der Mars aus dem 6. Haus und die Gesundheitsmaßnahmen mutmaßt man ja bereits, sollen bereits hunderte Milliarden an Umsatz bringen. Also hier Zusammenhang Gesundheitsmaßnahmen, Gesundheitssystem, Arbeitsplätze. Naja, vielleicht kommt hier wieder es zu einer starken Verlagerung von Arbeitsplätzen, dass man halt eben Arbeitslose dann dazu heranzieht, beim freiwilligen Zwangstesten sozusagen Leute zu rekrutieren oder für diese Tätigkeiten zu rekrutieren. Wir wissen ja nicht, was ihnen in der guten neuen Welt alles so einfällt. Einfältigkeit, das ist ein guter Themenwechsel. In Israel haben wir im Norden 40 cm Schnee. Im Norden des Landes bis zu 40 cm. Das heißt, die FIS-Weltcup-Rennen werden möglicherweise in Zukunft in Israel abgehalten. Ja, ja, naja, wie gesagt, immer bedenken, 1000 Milliarden Euro wurden von der EU für die Rettung des Klimas bereitgestellt und das ist alles natürlich nur ehrlich, nur anständig und wirklich auch vom Herzen gut gemeint. Also das heißt, alle Christbaumkugeln werden natürlich nur noch mit CO2 gefüllt und jeder, der eine Christbaumkugel zerbricht, geht natürlich für 6 Monate ins Gefängnis. Keine Frage, weil er ist ein Klimasünder. Ich muss noch einen Teil machen. Weiter zum fünften Teil. Ende.